oft genug sagen. Und jetzt habe ich doch glatt meinen Werbeblock vergessen. Verpiss dich! Nochmal einmal für unsere Zuschauer. Verpiss dich! Das ist also Stefan Raab, privat der Mann hinter der Kamera, ein wahres Arschloch, liebe Zuschauer. Wirklich, er hält es nicht mehr für möglich, von Star normale Zuschauer auch eine Chance zu geben, ihn zu interviewen. Hier sehen wir einen Mann, der von Star-Allüren nur so geprägt ist. Ja. Star-Allürerei betreibt der, dieser Stefan Raab. Nein, hier, ich fahre gleich zu Hans Meiser, jetzt ohne Scheiß. Ja. Deswegen den Interview. Oh, das ist eine schöne Überleitung jetzt von dir. Das nennst du Interview? Nö. Da muss aber noch was üben. Bin ich nicht, so habe ich nie gesagt. Das war, ich wollte ein Interview mit dir in der Viva-Kulisse machen. Achso, hieß du übrigens der Mann, der jeden Mann, der jeden Kieferorthopäden über Nacht zum Millionär machen kann. Das war meine Anmod gewesen. Der was über wen machen kann? Der jeden Kieferorthopäden über Nacht zum Millionär machen kann. Das war. Nee. Doch, auf jeden Fall. Was soll ich mal an? Hier, das kann man mal hier so. Hier so? Ja. Findest du? Total hart. Könnt ihr mal erzählen, was ich über Nacht alles machen kann? Aber ja, da kommt der Macho in ihm raus. Kein Kieferorthopäden zum Millionär. Guck mal, wie aufgeregt ich bin. Ich bin voll am Macho. Ich weiß. Ja, ich treffe nicht jeden. So ein bisschen Ehrfurcht muss schon sein. Nee, hab ich nicht. Hier soll ich dir mal eine knallen. Ach nee, das wird ja nicht im Fernsehen gesendet, weil dann würde ich jetzt in Premiere landen und zwar Zapping heißt das. Ja. Wenn ich dir jetzt eine knallen würde. Und wenn das irgendwie ausgeschaltet würde. Dann hau ich dir so eine in die Fresse, dass ich nie wieder ein Interview oder wird aus dem. Würdest du auch in Zapping landen? Würdest du auch in Zapping? Zwei Mann in Zapping. Wir können da so eine Art Duett machen. Tatsächlich. In Zapping. Irgendwie. Markus Wolter ist übrigens da, der nennt mich. Der nennt mich Schwachkopf. Den Typen raus hier. Ja. Schmeiß den Typen raus. Er sieht nicht, dass wir hier essen. Oh, kannst du. Ja, es reicht. Das finde ich schade. Du, im Leben ist okay. Du bist. Du siehst das nicht so eng. Markus Wolter, Ralf, alle sehen das. Irgendwie eng. Wir machen das ja auch nicht anders. Ne? Wenn wir irgendwie Bundespräsidenten am Tisch, dann müssen wir korrekt sein. Ne? Dann müssen wir sagen, müssen wir das auch mit uns machen lassen. Aber das ist wirklich schade. Dann muss auch der Punkt gekommen sein, wo wir sagen, jetzt ist gut und verpiss dich. Und dann machen wir dann immer Schluss. Weißt du, da gehen wir dann immer zum Beispiel bei dem Spruch. Das habe ich bis jetzt am Anfang gehört. Ja, jetzt auch. Jetzt ist es auch wirklich genug. Ich glaube, länger können sie die Fresse auch nicht mehr ertragen. Wir machen jetzt.